Du hast private Fotos und Videos auf deinem iPhone, die niemand sehen darf. In diesem Video zeigen wir dir, wie du deine Fotos verstecken und mit einem Passwort sichern kannst. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du deine Foto und Videos verstecken kannst. Die erste Variante funktioniert direkt in der Fotomediathek. Geh in die Foto-App und markiere die Bilder, die du verstecken möchtest. Klicke auf den kleinen Pfeil unten links und wähle Ausblenden. Die Fotos und Videos wurden dadurch in einen separaten Ordner geschoben, den du unter dem Reiter Alben ganz unten findest. Um diesen Ordner nun auch auszublenden und die Fotos darin verschwinden zu lassen, gehst du in die Einstellung. Dort scrollst du zum Reiter Fotos und deaktivierst den Punkt Ausgeblendetes Album. Dadurch wird der Ordner in der Foto-App nicht mehr angezeigt und keiner hat mehr Zugriff auf deine Bilder. Möchtest du die Bilder nun wieder sichtbar machen und wieder in deiner Mediathek hinzufügen, aktivierst du in den Einstellungen einfach das ausgeblendete Album. In der Foto-App wird dir der Ordner nun wieder angezeigt. Markierst du die Bilder erneut, kannst du mit der Optionenfunktion wieder auf Einblenden klicken, um die Bilder wieder zu deiner Mediathek hinzuzufügen. Die zweite Möglichkeit, deine Bilder und Videos zu verstecken und mit einem Passwort zu schützen, funktioniert mit der App Photo Vault. Diese kannst du dir kostenfrei aus dem App Store herunterladen. Die App selber ist mit einem Code gesichert, den du am Anfang festlegst. Hier hast du jetzt die Möglichkeit, einzelne Alben ebenfalls nochmal mit einem Passwort zu sichern. Um nun Bilder in der App hinzuzufügen, klicke auf das Plus und wähle Bilder und Videos aus dem Bildverzeichnis aus, die du verstecken möchtest. Danach hast du die Möglichkeit, die Bilder aus der Fotomediathek direkt zu löschen. Möchtest du die Bilder doch wieder in deine Fotomediathek verschieben, wählst du zunächst die Bilder aus und klickst dann auf Exportieren und anschließend auf Camera Roll. Eine weitere Möglichkeit, deine Fotos und Videos zu verstecken, ist, die Dateien auf dem PC auszulagern. So sparst du zudem Speicherplatz auf deinem iPhone und es besteht keine Gefahr, dass doch jemand mal auf deinem Gerät und auf deine Fotos zugreifen kann. In diesem Video erklären wir, wie du deine Fotos und Videos ganz einfach auf dem PC übertragen kannst. Schreib uns mal in die Kommentare, wie du deine Fotos versteckt hast und welche Variante du am besten findest. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, vergiss nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und unseren Kanal für weitere spannende Videos rund ums iPhone zu abonnieren.